Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Heaven. Ja, wir schauen aktuell vom Geld her jetzt nicht so prickelnd aus, aber wir haben in der letzten Folge, wenn ich mich nicht komplett irre, weil es schon wieder eine Woche her seit der Aufnahme, hier das frühe Flugzeuggebäude gebaut und haben unsere ersten Personen befördert. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob wie das mit den Frachtlagern auch schon. Haben wir in der Nacht eine Lieferung gehabt? Ne, um 0 Uhr nachts kommt nochmal eine Lieferung, die auf 72 hochpumpt. Das könnte nochmal sehr interessant werden. Was ist denn, wenn wir jetzt... Keine Ahnung. Kann ich den verschieben? Nope. Oh, das geht nur so, okay. Das schaut besser aus. Schaut euch die Lieferungskette an. Perfekt. Das schaut nicht schlecht aus. Wie schaut das denn beim Treibstoff aus? Da haben wir hier eine Lieferung. Verwerfen. Warte, gib mir kurz. Ich bin hier beim Timen. So. So. So, das schaut besser aus. Ein bisschen kurzen Tipp, aber ansonsten sollte alles passen. So, wir haben ein bisschen was wieder erforscht. Ja, Forschung. Ich weiß, Forschung und bla bla bla. Wie wäre es denn mit... tun wir mal ein bisschen billiger machen. Forschen. 3 Stunden dauert das eh nur. Gib Vollboost. Ah, warte mal, ist es 0 Uhr nachts? Kann es sein? Yep. Irgendwoher wird wieder ein Truck auftauchen. Da schaut noch einen von uns aus und der auch. Und die kommen fast gleichzeitig. Sind sie gleich schnell? Oh ja, das ist ein enges Rennen, Oh, schau, wir haben 1000 plus gemacht. Autschi. Will man wissen, dass ich so viel Kohle nur für den Scheiß ausgebe? Alter, stand doch... Hä? Ich dachte, das wird durch. Was habe ich dann verworfen? Aber egal, wir sind bummvoll. Und so soll... Oh, wir sind im Minus. Du hast keinen Kredit auf... Ich bin sogar... Ah, ich hab, ach, stimmt, ich habe den Kredit wahrscheinlich abgezahlt. Ah. Das war's. Ah, schau, jetzt haben wir wieder hier einen technischen Fortsprung. Da haben wir noch betont Piste und Rollfeld, oder? Oder machen wir das hier? 8 Stunden, was haben wir denn noch alles, was nicht? Ein Pumpenbetrieb, das wäre doch was Feines. Ah, den haben wir schon erforscht. Funkausrüstung, Funkkontrollturm. Dann machen wir einen Stahltank, Treibstofftank. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir richtig Kohle einfach hier reinhauen. Oh, jetzt wird es bald wieder morgen. Bald ist wieder der Tag angebrochen. So, der nächste Tag ist da. Das bedeutet, es geht jetzt richtig um die Wurst. So. Tun wir gleich mal einen neuen Tanker erforschen, obwohl wir noch gar nicht brauchen. Sind wir hier irgendwo hinten? Oh ja, die könnten wir dann erforschen. Die brauchen jeweils 3 Stunden. Die kriegen wir in 9 Stunden durch. Der braucht 5 Stunden. Ah, da kommen wir hier schnell durch. Dann können wir gleich das fortschrittliche Terminal auch machen. Ein bisschen was haben wir uns noch vor uns. Also voll Gas voraus. Was ist denn hier? Ah, genau, der neue Treibstofftank. Aber wir können es uns nicht leisten. Leider. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit gar nicht vorangeht. Oh, jetzt geht's voran. Nur noch teure Flugzeuge. Versorgt die kleinen Dinger hier. Hier geht's ab, ey. Das ist der größte Mindblowing-Betrieb hier. Wir sind top of the line. Wir haben zwar nur 12 Flugfelder, aber wir tun 12 Flugzeuge gleichzeitig surfen. Mhm. Oh, so ein Scheiß. Oh, warte mal. Ne, die wollten es nicht.
Beinahe schon dachte ich, habe jetzt Scheiße gebaut. Okay, die nächste Truppe an Flugzeugen haut. Ich muss gleich niesen. Entschuldigung, jetzt ab. Nächstes Flugzeug ist ready. Aber mit zwei Flugfeldern kommst du relativ gut auf Timing-mäßig hin. Das geht ganz gut. Das geht ganz gut. Nächstes Flugzeug ready. Nehmen wir dich gleich. Ah, unsere Sachen sind schon wieder aufgefüllt. Das schaut doch gar nicht schlecht aus, du. Jetzt schätzt mir doch nur ein Flugzeug aus. Alter, wie sie gleichzeitig landen. Zoom. Zoom. Ist das dieses Spezialflugzeug? Nee. Muss eins sein, was das hinten, einer der hinteren Plätze. Oh, warte mal. 600. Lecker Schmecker. Eins aus einem der letzten Plätze. Das bist du. Einer von der Airmail. Upsala. Nein. Oh, Mann. Zu. Psst. Ruhe. Schau dir das mal an, ey. Voller Betrieb, Jungs. Einfach voller Betrieb. Was mit hohem Einkommen? Das hier. Nochmal ein 400er, der wäre mein nächstes Ziel. Oh, Treibstoff. Wie schaut's aus? Wann ist die nächste Lieferung? Ach, nicht so bald. Fuck. Neuer Vertrag. Ich brauche schnell eine Sofortlieferung von... Machen wir 4000. Das ist, wenn man nicht immer noch ungeplante Flugzeuge hat. Die kosten immer so viel Benzin. Tanker, komm schnell, wir brauchen dich. Yes. Bis zur offiziellen Auffüllung hält es auf jeden Fall. Und jetzt geht die nächste Runde los. Wir sind schon wieder bei 8000. Ah, oh, das ist echt lecker, Schmecker. Eigentlich müssen wir hier noch so ein zweites Flugfeld hin oder noch so ein zweites Rollfeld bauen mit nochmal der direkt gleichen dem gleichen Aufbau. Einfach damit es lotzt. Dass das noch richtig läuft, da kommt schon wieder ein Nachschub. Ich bin gespannt. Oh, jetzt hat es das aufgefüllt. Aha. Jetzt müsste bald hoffentlich der Tanker auch kommen, der uns den Treibstoff... Jawohl! Oh, lecker. Das ist lecker Schmecker, Jungs. Das sage ich euch. Das ist einfach lecker Schmecker. Wie schaut es hier drüben bei unseren Flugfeldern aus? Tipptopp parat, hier werden die Leute eingepackt und ausgepackt. Das ist so, wie wir es wollen. Da fliegt der erste wieder los. Es ist nicht perfekt gebaut, das muss ich zugeben. Es schaut dezent scheiße aus. Aber hey, für den Anfangszweck reicht es. Und bis wir genug Kohle haben, um das gescheit aufzubauen, dann tun wir nicht mehr rein. Aber ich glaube eh, dass wir ein bisschen übertrieben haben mit dem Speed, auf dem wir es umgesetzt haben. Wird das schon noch reichen? So, wie viel Uhr ist denn? Noch Zeit zum Uhr kaufen. Ich brauche mehr Flugzeuge. So. Schau mal. 19, 22. Aber das war die echte Uhrzeit. Wir haben 14:27 im Game gerade. Und ich schaue auf die echte Uhr und denke mir so: 19 Uhr. Not bad, not bad. Ah, schaut echt gar nicht schlecht aus, der Tag. 10.000 haben wir aktuell in der Kasse. Und jetzt läuft es gerade relativ ruhig. Jetzt kommen aber die ganzen Kollegas der Flugabteilung daher wieder. Oh, jetzt. Oh, ganz viel leckere 600er. Lecker Schmecker, die werden immer teurer, die Flugzeuge. Das wird ja immer leckerer. Oh. Jetzt erforschen wir die mobile Treppe. Jetzt ziehen wir richtig nach, Jungs. Komm, noch ein 600er. Ich will den nicht verlieren. Don't leave me. Don't leave me alone. Yes. Ich habe ihn doch bekommen. Die 600er sind natürlich immer am schmackhaftesten. Das kann mir keiner hier sagen, dass die nicht schmackhaft sind.
sogar wenn die hintereinander so, ja, ui, wir sind alle gleichzeitig da, ah ja, Captain. Wir müssten eigentlich hier noch so eine komplette Abteilung dazu setzen, einfach um noch mehr, das werden wir jetzt machen dann auch. Ich weiß nicht, wie viel kostet nochmal so ein blödes Billigding? 250. Mal 2 macht 2500. Die Gebäude. Wir könnten mal auf große, dann setzen wir auf zwei große Sachen. Die sollten vielleicht das aushalten können. Denke ich mir auf jeden Fall. Aber ja. Ich komme gleich wieder.